Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht mich ein bisschen ungestylt, aber das liegt daran, dass ich mir die Haare gewaschen habe. Ich werde sie jetzt einmal mit euch zusammen kämmen, dass man die Bürste sauber machen. Werde sie jetzt mit euch zusammen kämmen und dann ein Hitzespray mit euch ausprobieren. Und zwar habe ich mir ausgesucht, du hattest auch ein Haar dran, das Balea Hitzeschutzspray aus dem Drogeriemarkt DM. Ich habe das jetzt schon dreimal, glaube ich, in meinen Haaren gehabt, kann also auch schon berichten, wie ich das gute Stück finde, werde natürlich aber auch weiter testen und euch dann eventuell in einem Review auch nochmal erzählen, in einem extra Video, wie es denn auf Langzeit funktioniert hat. Jetzt würden wir uns aber erst einmal schnell durchlesen wollen, was da alles draufsteht. Und zwar ist es das Hitzeschutzspray mit einem Schutz für 220 Grad Hitze bzw. Wärme. Logischerweise Balea aus der Drogerie DM. Hitzeschutzsprays, zwei Phasen Rezeptur, schützt und pflegt das Haar intensiv. Genau, und was steht hinten drauf? Rundumschutz vor extremer Hitze bis 220 Grad. Weder Föhnen noch Glätteisen oder Lockenstab können deinem Haar etwas anhaben. Die Pflegeformel mit Panthenol und schützenden Reisprotein umschmeichelt das Haar. Ultraleichte Öle pflegen das Haar intensiv, ohne es zu beschweren. Da bin ich immer skeptisch, aber gut, gucken wir mal. Für geschmeidiges, glänzendes Haar ohne Silikone. Anwendung. Vor der Anwendung gut schütteln, damit sich die Phasen vermischen und vor dem Föhnen aus ca. 15 cm Entfernung gleichmäßig auf das feuchte oder handtuchtrockene Haar sprayen. Vor der Verwendung eines Glätteisens oder Lockenstabs nochmal trockene Partien auftragen. Ja klar, also wenn da jetzt irgendwas angetrocknet sein sollte, soll man das Haar nochmal anfeuchten. Das ist meistens der Fall bei solchen Geschichten. Ich föhne mir das Haar einfach nur, stylen werde ich ist jetzt nicht. Ich habe es mir hauptsächlich gekauft, um mir das vor der Hitze des täglichen Föhnens meine Haare, die ich eigentlich sehr oft wasche, in letzter Zeit recht wenig, muss ich sagen. Ich bin da gerade so bei, meine Haare von dem täglichen Haarewaschen so ein bisschen wegzuholen. Das klappt ganz gut, aber ich war eigentlich in der Absicht, mir das täglich auf die Haare zu sprühen. Jetzt haben wir das aufgetragen, zum Beispiel bei der Hochzeit meines Sohnes, da hat meine Schwiegertochter meine Haare gestylt, allerdings natürlich keine Locken oder sowas gemacht, das hatten wir aber vor, deswegen haben wir das aufgetragen und ich habe es auch jetzt zweimal in dieser Woche schon benutzt und bin eigentlich ziemlich zufrieden, wenngleich man ja jetzt schlecht als Laie erkennen kann, ob das irgendwelche Schäden bei mir verursacht hat. Wir werden nochmal ein Video drehen, da können wir doch mal einen Lockenstab benutzen, wir können auch mal ein Glätteisen benutzen, versuchen wir alles mal. Heute aber möchte ich mit euch mir die Haare föhnen, ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Geschüttelt haben wir jetzt und ich trage mir das aus 15 cm Entfernung auf, nicht ins Gesicht. Da ist jetzt auch was drin. Da ich sehr wenig Haare habe, brauche ich da jetzt nicht so viel, aber ich glaube, das reicht. Und dann würde ich so ein bisschen das verteilen wollen. Jedenfalls habe ich das bisher so gemacht und dann einmal die Haare so ganz vorsichtig durchkämmen. Und werde dann mit euch ins Badezimmer gehen. Da ist mein Föhn, da ist Sonnenlicht. Es scheint richtig tolles Sonnenlicht gerade in mein Badezimmer. Und werde versuchen, euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn ich mir Haare föhne und geföhnt habe. Ich habe einfach nur den Anspruch jetzt hier, dass ich keine fettigen Haare bekomme, dass sich nichts so hart anfühlt, sondern dass die Haare weiter locker bleiben, dass sie fluffig bleiben, so wie ich es liebe. Ich möchte jetzt keinen dicken Film drin haben. Ich möchte nicht, dass sie zusammenkleben. Ich möchte auch nicht, dass sie fester werden. Diesen Anspruch habe ich an der einen Hitzeschutzspray nicht, welches einfach nur dafür da sein soll, meine Haare vor Wärme zu schützen. Und ich möchte einfach genau das gleiche Haarergebnis haben, wie als hätte ich meine Haare, als hätte ich sie einfach geföhnt, ohne irgendein Produkt aufzutragen. Das würde ich jetzt gerne einmal mit euch machen. So, die Haare sind wie gesagt gut eingearbeitet. Ich habe es jetzt extra mal nass gebürstet. Normalerweise mache ich das nicht. Also ich bürste meine Haare jetzt seit Wochen schon nach dem Föhnen, also wenn sie trocken sind. Jetzt habe ich das aber mal gemacht, damit wir auch sicher gehen, dass wirklich alles in meine Haare
Dass sich das verteilt hat, dass ich das mit der Bürste gut einarbeiten konnte, damit auch wirklich jeder Zipfel mit dem Produkt bedeckt ist und wir ein astreines, sauberes Ergebnis haben gleich und nicht vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass da oder da das Produkt nicht richtig eingezogen ist. So, jetzt nehme ich euch mit und wir sehen uns beim Föhnen wieder. Ich fange an zu föhnen. Schöne Sonne, ne? Ja. So, ich glaube, wir können ein positives Ergebnis berichten. Also nochmal ein bisschen vorsichtiger durchkämmen. Ihr seht, glaube ich, ganz gut wie ich auch, dass sich nichts fettig abgesetzt hat. Auch der Frizz ist nicht zu sehen. Also meine Haare sind sehr frizzig normalerweise nach dem Waschen und nach dem Föhnen. Das finde ich jetzt gar nicht. Es hat das unter Kontrolle, obwohl es das ja gar nicht verspricht. Also ich bin zufrieden. Weder Fett noch irgendetwas, was mir negativ auffällt. Sie sind weiterhin sehr locker, sehr schön fallen sie. Also alles gut. Ich finde, da haben wir alles richtig mitgemacht. Gehe nochmal in mein Zimmer, zeige ich euch das da nochmal. Aber ich glaube, auch im Sonnenlicht lässt sich gut erkennen, dass wir ein wunderschönes, lockeres, fluffiges Haarergebnis haben. Keinerlei Produktabsetzungen. Es fühlt sich ein bisschen fester an als sonst, aber damit kann ich gut leben. Ja, also sie sind ein bisschen fester. Also nicht ganz so weich, wie ich es sonst gewohnt bin, aber fast. Also ich würde mal sagen, dass sich die Weichheit meiner Haare zu 15% verändert hat. Also sie sind ein bisschen fester, nicht ganz so babyhaarweich wie sonst, aber auf jeden Fall ist es auch etwas, was ich mir eigentlich wünsche, damit sie mir nicht immer ins Gesicht fallen und ähnliches. Ne? Also ich glaube, wir haben hier ein richtig gutes Produkt. Wir können ja noch mal ganz kurz meinen Styling-Kamm nehmen und können noch mal ein bisschen stylen. Das mache ich noch mal eben mit euch zusammen. Und dann haben wir auch noch mal den Extreme Test. Moment, hier ist auch alles voller Haare. Ne? Also ich verliere ja doch wieder eine ganz schöne Masse, würde ich mal so sagen. So, und dann nehme ich mal meinen Lockenstab und dann machen wir mal ein bisschen was. Gehe auf Extrem, also auf heißeste Stufe. Bin sehr heiß für meine Verhältnisse. Ich glaube, man sieht, dass das klappt. Ne? Sind auch sehr weich. Ich kann die Bürste so rumdrehen und es macht nichts. Das ist aber schön geworden. Das gefällt mir aber.
Schön. Ja, ja. Hier auch noch mal so ein bisschen, bitte schön. Sehr heiß. So, ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal so ein bisschen auskühlen und dann würde ich sagen, das Ergebnis lässt nicht zu wünschen übrig. Macht das aber trotzdem mal ein bisschen weniger. So. Jetzt haben wir das auch noch mal hinter uns gebracht. Eigentlich wollte ich gar nicht stylen, aber ja, also ich denke mal, dass meine Haare das auch überstanden haben. Auch diese extreme Hitze, die ich jetzt gerade drauf habe, war schon sehr heiß. Ne? Ich habe die heißeste Stufe angemacht und das mache ich normalerweise nicht, weil das ist gar nicht notwendig. Man kann auch langsamer auf weniger heiß an die Sache herangehen. Meine Lieben, ich bedanke mich. Auf jeden Fall ein tolles Produkt. Ich habe das ja jetzt schon öfters benutzt und ich habe auch schon öfters gesehen, dass sich kaum Rückstände in meinen Haaren bilden. Auch am nächsten Tag sind die Haare noch schön, auch wenn ich sie nicht wasche. Auch dann sind sie noch fluffig und relativ weich. Ein bisschen Härte hat man natürlich, ein bisschen merkt man, dass was drin ist. Man kann aber ja auch weniger benutzen oder nur in die Spitzen vielleicht einbringen, wenn man das oben nicht mag und nicht föhnen will, oben sowieso. Also ich bin auf jeden Fall damit zufrieden, positiv überrascht. Ich habe nämlich wirklich schlechte Erfahrungen mit Hitzesprays gemacht und das ist sehr günstig. Bei Balea, ich weiß nicht, was hat das gekostet? 1,50 oder 2 Euro, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei uns hier in Hamburg. In Bad Oldes sieht man nicht, scheint die Sonne und da freut mich, das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald.